So, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Hextech Opening bei League of Legends. Also Case Opening eigentlich so gesagt. Ich habe ja ein paar gemacht bei CSGO und jetzt sind wir bei LOL angekommen. Ich hatte halt ein paar Schlüssel und habe ich mir noch ein paar restliche gekauft, damit es so einwandfrei läuft. Hatte ich Truhen auch so und jetzt haben wir 20 Schlüssel, 20 Kisten und ich würde mal sagen. Wir fangen sofort an mit der ersten Kiste, ne? Gucken wir, was wir bekommen alles. Ist ja jetzt alles neu hier, ne? Mit den blauen Essenzen. Man kriegt auch jetzt übelst wenig von den Charts. Ich weiß nicht, ob sich das überhaupt lohnt oder auch nicht. Egal, ich hatte Kisten, Schlüssel und Lego. Erste Kiste. Arcadia Ari. Skin Splitter. Episch. Wow. Erster Skin. Fängt schon mal gut an. So. Zack. Nächste Kiste. König Thundermeer, Skin Splitter. Ich krieg nur Skins? What the fuck? Das ist nice. Nächste Kiste. Endboss Weiger, Skin Splitter. Legendary. What the fuck? Was ist das denn hier? Das ist dieser eine Legendary Skin. Alles klar. Haben wir erstmal Legendary. Episch. 1350. 1820. Und halt einen normalen. Hört schon mal geil an. Oh, eine Truhe. Stahlkrieger, guck mal. Endlich mal ein Kogma. Oh Leute, der Kogma Skin. Easy, easy. Und ein Key wahrscheinlich. Ja, ich habe jetzt einfach den Epic Skin for free bekommen. Das ist nice. So. Komm, auf geht's. Nächste Kiste. Pool Party Lulu. Epic Skin. Hä, what the fuck? Gibt's irgendwie nur epische Skins? Ich glaube nicht, ne? Geil, ich lag irgendwie voll rein, glaube ich. Komm, nächste Kiste. Leuchtauge. Ach, die Dinger sind ja auch da drin, ne? Shit. Okay. Augenskins brauche ich nicht. Komm, bitte keine Augenskins. Wieder eine Truhe. König Ash. Ja, okay, das ist jetzt nur mal das. Was ist das denn hier? Klassisches Inhalt. Den gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Diesen Skin zu kaufen. Glaube ich jetzt. Und ein Key natürlich. Wieder for free haben wir ein Skin bekommen. So, 10 Kisten. Nee, 5 haben wir schon. Und übelst geil Shit schon bekommen. Werkstatt Shaco. Auch schon wieder ein klassisches Inhalt. Ich weiß jetzt nicht, ob das. Ja, den gibt es doch gar nicht mehr. Den habe ich nie gesehen, dass man den kaufen kann. Okay. So, let's go. Nächste Kiste. Bestienjäger Draven. Okay, das ist jetzt ein normaler Skin halt. Ey, man kriegt ja nur Skins oder was jetzt aus den Truhen? Chamoyer Galio. Chamoyer? Jo, lol, wie das ausgesprochen. Galio Skin, nice. Aber denke mal, ein zocken. So, nächste Kiste. Puppenpoppy. Eine Puppe. Auch schon ein klassischer Inhalt. Ich glaube, man kriegt man hier halt nur Skins, ne? Aus den Truhen. Champion Splitter. Ja, guck. Ja. Nee. Lol, macht doch Champion Splitter. Ach so. Und ich lag nur rein mit Skins. Das ist ja geil. 10 Truhen schon aufgemacht. Ey, ein Sticker. Ist das nicht Tarik? Okay, let's go. Nächste Kiste. Götterfaust, die sind. Oh, Legendary. Ach du Scheiße! Öffnen! Was verändert sich hier bei mir? Scheiße! Blaue Essenzen! Heimerdinger! Edelstein! Material! Ach so! Ah, jetzt weiß ich warum! Okay! Nice! Öffnen! Hextech-Truhe! Champion Splitter Kartus, Hexe und 150 blaue Essenzen. Ja, gut. Öffnen. Nächste Kiste. Baron von Weiger. Skin Splitter. Okay. Öffnen. Alles da. Also Splitter. Malphite. Und so ein blaue Essenzen. Okay, nice.
Ah, guck mal, jetzt können wir weiter öffnen. Ich dachte, man hat jetzt so eine Grenze. Champion Splitter. Es geht halt nur die Champions, ne? Champion Splitter Udia und blaue Essenzen. So. So, nächste Kiste. Blutfürst Wladimir, Legendary Skin. Das soll ein Legendary sein? Lol. Okay. Nächste Kiste. Stahllegion Garen, episch. Okay, nice. Los, die letzten zwei Kisten. Eine Truhe, ein Schlüssel. For free, ein Champion-Splitter. Cool. So, nochmal zwei Kisten aufmachen. Zack. Schon wieder der Sticker, ey. Ach, come on. Letzte Kiste, komm schon. Gib mir noch so einen lila Edelstein. Please. Mafia Miss Fortune. Zack. Was haben wir jetzt hier aus 20 Kisten? Ein Edelstein? Ne, wir haben 23 oder 24 auch gemacht, weil wir haben ja immer wieder dazu bekommen. Alistair, 270 kann man den zaubern. Fiddlestick auch. Katus, 630. Yo. What the fuck? Der kostet zu teuer. 960. 630. 270. Victor, 960. Auch Udia, 270. So, die Skins jetzt, ey. Ahri halt. Ein Rhaegar Skin nochmal. Champion nicht erworben. Achso, yo. Das ist ja dieser Draven. So. Legendary. 1820. Was haben wir hier? Tryndamere. Die Sinn Legendary Skin nochmal. Rhaegar. Junge, so viele Legendaries. Mal 1, 2, 2, 3 bekommen. Den hatte ich schon. So, was haben wir hier? Galio, nice. Den glaub, den nehme ich, glaube ich, gleich. Ash brauche ich nicht. Da habe ich, glaube ich, Skins MF. Nicht erworben. Lulu. Episch halt, ne? Was ist das? Poppy. Ach, das sind die. Ich hatte Shogaf. Das ist Werkstatt Shaco. Klassisch. Guck mal, bei normalen Skins steht das halt nichts, ne? Aber hier steht Classic. Und Kog'ma. Den Kog'ma Skin, den würde ich gern haben, auf jeden Fall. Aufhören Superman Skin. Ich spiele sehr gern Kog'ma. Freischalten. Danke. So. Was konnte man noch freischalten? Den Galio Skin. Galio Offensive Permanent mit dem Skin. Zack. So. Boots. Permanent freigeschaltet. So. Rhaegar eigentlich, ne? Ah, 1820. Shogaf. Wollte ich eigentlich machen von Anfang an. Garen. Garen, Alter. Warte, welchen brauchen wir nicht? Tryndamere, ne? Entzaubern. Ach, den kann man auch so kaufen. Gut, nicht, dass ich einen jetzt entzaubere, das ist ein Classic Shit. Classic Shit kann ich nicht entzaubern. Den auch. Raven, weg mit dir. MF. 975 kostet das Ding. Aber ich habe halt nur Classic jetzt, ne? Was kostet der? 270. Oh, ist das alles billig geworden? Holy fucking shit. Ich kann halt nur den Ja, so der epische. Den kann man auch so kaufen. Ja, MF? Da komme ich überhaupt auf das, was ich will. Niemals. Ja gut, dann lass ich erstmal sein. Was haben wir denn hier? Das kann man. Kann man halt nicht hier aktivieren. Entzaubern. Habe ich schon. Entzaubern. Man kriegt halt jetzt nur Kohle durch sowas. Man kann ja nicht aufwerten. Schade, dass man hier. Das haben die entfernt halt. Aber hier geht das halt noch hier. Zack, umwandeln in zufälligen Permanenten Skin. Dass man drei verschiedene tut. Das kann man halt nicht mehr mit den Splitter hier. Den habe ich nicht, ne? Ne. Evelyn, weg damit. Annie, weg. Alistair,
Habe ich. Weg. Jax. Weg. Carlos habe ich nicht. Malphite habe ich auf jeden Fall. Master Yi. Jetzt hat er 90 nur kostet. Morgana, ey, zweimal zack, weg damit. Und weg, 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 weg. Den Typen auch. Weg. Rice, habe ich Rice? Ja, habe ich sogar. Oh mein Gott. Warte mal. Ich habe jetzt Malphite entfernt, ne? Ach du Scheiße, ich habe das voll vergessen. Für die Dinger braucht man Pergamentbeute. Boah, ist das egal. Im Besitz Zilean, spiel ich nie. Warwick habe ich auch. Udyr habe ich nicht. Doch im Besitz, lol. Okay, weg. Viktor habe ich auch, ne? Ne, kann ich aber aktivieren für 2880. Die habe ich nicht alle hier, ne? Nope. Ja, gut. Hier habe ich schon wieder ein Key Fragment. Ach, hier die Sticker. Was mache ich mit denen? Entzaubern in Essence. Hey, ich habe die noch zweimal bekommen. What? Ah, da, im Besitz. Im Besitz. Umwandeln in einen zufälligen Fernamenten Sticker. Na, ne, das lasse ich mal drin. Aktivierbar. What? Aufwerten zu Pergamenten, 7 Tage Essenzen. Ach so, ja, das lasse ich mal drin, ey. Ja, gut. Das war's mit dem Hextech Opening. 20 Kisten aufgemacht. Geilen Shit eigentlich bekommen, ne? Fast halt nur Skins. Damals hätte man, glaube ich, fast nur Champion-Splitter bekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video von mir. Haut rein, Leute.